habe hier einen Urlaubsplaner, da tragen wir verteilt über das gesamte Jahr den Urlaub aller Mitarbeiter ein, aber auch die Krankheitstage. Und aus dieser Urlaubsplanungstabelle möchte ich mir dann monatlich eine Übersicht anzeigen lassen. Das kann ich hier tun, indem ich mir aus der Monatsliste jeweils einen Monat hier raussuche und per W-Verweisfunktion hole ich mir die Daten aus dem Urlaubsplaner und lasse mir mit der Funktion zählen, wenn hier den Urlaub und die Krankheitstage berechnen. Das ist also alles hier mit Funktionen belegt, jede Zelle. Ich zeige mal hier die Formeln an. Und ich möchte natürlich nicht, dass mir aus Versehen diese Formeln überschrieben werden. Die sollen also geschützt werden. Dafür können wir ja in Excel hier den Blattschutz benutzen. Nun habe ich aber dann folgendes Problem. Die Mitarbeiterdaten, das sind externe Daten, die bekomme ich über eine Abfrage aus einer Access-Datenbank. Und wenn im Laufe des Jahres ein Mitarbeiter dazukommt oder ein Mitarbeiter scheidet aus, dann möchte ich, dass die Daten automatisch aktualisiert werden. Wenn ich das Blatt jedoch schütze mit der Funktion Blatt schützen, dann kann ich die Tabelle hier nicht erweitern. Ich kann dann automatisch keine Aktualisierungen der Daten vornehmen. Ich müsste dann jedes Mal den Blattschutz hier wieder aufheben, dann Daten aktualisieren gehen und das Blatt hier neu schützen. Das möchte ich so nicht. Ich möchte also gar nicht das gesamte Tabellenblatt schützen, sondern ja nur die Zellen, in denen hier Formeln hinterlegt sind. Und wie kann ich das nun anstellen? Wir haben in Excel eine Funktion, die heißt da Zelle. Und mit dieser Funktion kann ich mir Informationen zu der Formatierung, der Position und dem Inhalt von Zellen anzeigen lassen. Und wenn ich hier die erste Klammer setze, dann kriegen wir hier die Infotypen angezeigt. Unter anderem kann ich mir Informationen holen über den Schutz einer Zelle. Klick das mal doppelt an und wenn ich zum Beispiel jetzt wissen will, ob die Zelle C4 geschützt ist, dann trage ich die hier ein und kriege als Wert eine 1 zurückgegeben und der Wert 1, der sagt, die Zelle ist geschützt und das ist ja auch die Standardeinstellung. Wenn wir mal hier auf den Reiter Start gehen, hier klicken Zellen formatieren und ich gehe auf den Reiter Schutz, dann sehen wir, voreingestellt in Excel ist, dass alle Zellen gesperrt sind. Hier ist der Haken drin und aktiviert wird diese Sperrung, dann wenn wir hier auf den Blattschutz gehen. Nun möchte ich mir hier diese Formel zunutze machen. Wir haben ja die Möglichkeit, über den Reiter Daten, Datenprüfung, Einstellungen vorzunehmen, welche Werte wir hier zulassen wollen für einzelne Zellen. Und dazu benutze ich dann diese Funktion Zelle. Zunächst markiere ich hier nochmal das ganze Tabellenblatt. Hier nochmal auf Start, Zellen formatieren, Schutz und nehme jetzt den Zellschutz hier raus und markiere mir jetzt nur die Zellen, in denen die Formeln stehen und gehe über Daten und Datenüberprüfung jetzt hin, gehe auf Benutzer definiert und lege jetzt fest, dass ich die markierten Zellen schützen möchte. Und dazu gebe ich die Formel ein, Zelle, Schutz und der soll beginnen hier ab der Zelle C4 und dann für die Zellen diesen Schutz mehr einstellen. Wir haben die Möglichkeit auch hier eine Fehlermeldung selbst zu erstellen. Wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir hier die automatische Fehlermeldung. Ich gehe auf OK und damit sind über die Datenüberprüfung jetzt alle Zellen geschützt, die ich hier markiert hatte, die Formeln enthalten. Ich kann das ausprobieren, indem ich hier einen Eintrag machen will. Dann kriege ich die vordefinierte Fehlermeldung, dass die Werte begrenzt sind, die hier eingegeben werden dürfen. Ich kann also diese Formeln nicht überschreiben und meine Tabelle bleibt
bleibt hier flexibel. Ich kann also mit der Tabelle weiterhin arbeiten und die Daten automatisch aktualisieren lassen. Wenn wir diese Form, diese Art des Schutzes hier benutzen, dann müssen wir aber natürlich aufpassen, dass wir die Zellen nicht oder die Formel nicht aus Versehen löschen. Wenn wir hier die Entferntaste benutzen, dann sind natürlich die Formeln auch weg. Dieser Schutz hilft hier nur vor Überschreibung der Zellen. Okay.